Hallo liebe Menschen, das hier ist das Mai-Glöckchen. Es gehen die ersten auf, die ersten Glöckchen. Und manche sagen ja, Vorsicht, nicht das Mai-Glöckchen mit dem Bärlauch verwechseln. Erstens, das Mai-Glöckchen wächst im Bergland oder halt in trockenen Wäldern. In trockenen Mischwäldern und meistens mit Bergen oder mit Anhöhen, mit Hügeln oder so. Es kann natürlich auch am Grunde des Hügels wachsen, aber es ist eben eher trocken. Ein trockeneres Gebiet, kein Auenwald. Ja, für den Bärlauch braucht es immer ein feuchtes Gebiet und eher das Flachland, eine Aue. Ja? Es gibt noch weitere Merkmale, um es zu unterscheiden. Das Einzige, was eben so ähnlich ist, sind die Blätter. Das Aussehen der Blätter ist sehr ähnlich. Aber das war es dann auch schon. Gut, ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Aber das Maiglöckchen wollte mit dabei sein. Also bis gleich. Das möchte auch noch kurz mit dabei sein, das Lungenkraut. Das hatte ich zwar schon mal gezeigt, aber da waren die Blüten noch sehr klein. Bei dieser Pflanze jetzt hier, da blüht gar nichts, ja, noch gar keine Blüte da, es ist sehr im Schatten stehend und dafür sind aber die Blätter umso größer schon, ja. Und das ist eigentlich perfekt zum Sammeln, wenn das so schöne große Blätter sind und es noch gar nicht blüht. So, das wollte ich aber eigentlich auch nicht zeigen. Und beim Sauerampfer, da sind die Blüten jetzt schon so weit, dass es bald Samen ist zum Ernten. Ist noch grün, also noch nass, aber wenn er dann noch ein bisschen älter ist und trocknet, dann ist die Zeit, den Sauerampfersamen zu sammeln und zu verstreuen, damit er überall wachsen kann, für jeden. Und auf die Himbeeren freue ich mich ganz doll. Die sind hier üppig. Wild wachsend. Und das Schöllkraut nochmal zeigen. Letztens war es ein bisschen kurz gezeigt und nicht so deutlich. Gegen Warzen, der Saft aus dem Stiel. Und das Klettkraut, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Kann man auch essen und für den Tee nehmen. Klebt immer so. Klebt. Und daneben, schön üppig, Brennnessel. Na Finja, wo bleibe ich denn? Hm? Hier. An dieser Stelle habe ich letztes Jahr auch mal gefilmt und da waren die Brennnesseln krank. Da kam auch so giftiges Zeug vom Himmel, zu einer bestimmten Zeit so. Und danach waren dann die Blätter alle erkrankt. Und dieses Jahr kommen sie einfach wieder erneut. Und ich habe das auch schon an anderen Stellen gesehen. Da sind die Pflanzen an der Trockenheit kaputt gegangen. Auch so ein paar Kräuterpflanzen. Und dieses Jahr kommen sie aber wieder neu aus dem Boden. Sind wieder da. Sind nicht tot. Hier haben wir einen kleinen gelben Marienkäfer. Na, also gibt es heute reichliches Abendbrot. Ich habe ja heute schon die Pilze am Pflaumenbaum gefunden. Die gibt es heute zum Abendbrot. Bald ist es soweit. Ja, reichlich Brennnessel dazu, ein paar Pellkartoffeln und noch ein paar andere Kräuter. Und ich bin ja eigentlich zu dem wichtigsten Kraut von heute unterwegs, also was ich heute vorhatte, euch zu zeigen. Und das kommt auch noch ein bisschen dazu dann. Ja, eine feine Mahlzeit. Ein paar Zwiebeln und ein paar Kartoffeln werden noch ergänzt und alles andere ist frisch gesammelt. Gut, ich gehe mal weiter. Warte, Fini. Hey, warte noch. Ein leerer, wilder Garten
noch nicht allzu lange leer stehen, deswegen ist er noch nicht ganz so verwildert, aber er ist vermüllt. Heftig vermüllt. Guckt auch eine Esse raus. Und immer die Schüsseln auf der Laube, als wenn man einen Fernseher im Garten braucht. War bei mir auch erst noch drauf, habe ich alles abgemacht. Da ist noch eine Kinderschaukel, Kinderhäuschen. Ja, ich habe halt gedacht, hier steht doch auch ein Pflaumenbaum. Und da gucke ich mal, ob hier vielleicht auch ein paar Pilze wachsen, aber leider nicht. Leider keine. Ja, liegt vielleicht daran, dass der Garten im Moment von keinem so wirklich geliebt wird und hier viel Müll abgelegt wurde. Oh, hier sind aber dafür schöne Brombeeren, die scheinen das gar nicht zu stören. Das sind diese gezüchteten Brombeeren, die keine Stacheln haben und riesengroß werden, die Beeren. Die sind echt lecker. Wird es wohl reichlich geben hier. Schön. Also auf zur Hauptattraktion. Am Schluss wahrscheinlich dann erst. Ich dort mal angekommen bin. Erfreut mich so vieles vorher. Tja. Zum Beispiel hier. So fett. Die Schafgarbenblätter. Noch ohne Stängel und ohne Blüte. Einfach nur die Blätter. Und die sind aber so groß, dass die auch sehr gut zum Ernten sind und zum Trocknen. Schafgarbentee, wenn man mal Magenverstimmungen hat. Oder die Weiber, wenn sie ihr Weiberleiden haben, wenn es mal weh tut, dann die Schafgarbe trinken. Und bei jeder Magenverstimmung, egal welche, ob es dünn ist oder fest. Und hier der schöne Ginster, der möchte auch mit ins Bild. Mehr Blüten später. Es wird noch ganz, ganz gelb hier. Alles gelb. Aber den Ginster nicht essen, ja? Finger lassen. Finger davon lassen. Endlich ist alles grün. Und hier bei mir, das ist ja die Nordseite des Berges, es ist ja alles viel, viel später aufgegangen als anderswo. Ich habe manchmal so Videos von draußen, von anderen Menschen in Deutschland gesehen und dachte so, ist ja alles schon grün bei euch. Das war bei mir lange noch nicht so. Aber es ist ganz gut, weil viele Blätter sind erst so richtig nach diesem giftigen Regen aufgegangen. Das ist jetzt von Vorteil. Und der letzte Regen schien sauber zu sein, also sauberer. Hier haben wir noch die Lupine. Zeig mal die noch schnell. Noch ohne Blüte. Die Lupine war letztes Jahr auch krank geworden dann. Die hatte überall so Pilze auf den Blättern. Jetzt sieht sie wieder neu und frisch und gesund aus. Ja, möge es so bleiben. Und meine geliebte Kastanie. Die soll auch noch mit dabei sein. Die habe ich ganz doll lieb. Die grüße ich jeden Tag. Dicke Kastanie. Und die war auch schlau. Ich hab's ihr ja auch gesagt. Die soll noch schön warten und warten und warten. Sich schön Zeit lassen. Und ihre Blüten sind auch erst nach dem giftigen Regen aufgegangen. Bis jetzt sieht's super aus, dass es dieses Jahr Kastanien gibt. Nur, wie wir bis jetzt unterwegs komplett so sehen konnten, und ich habe ja noch mehr gesehen beim Zwischendurch weiterlaufen, gibt es keine Insekten. Es flattert nichts rum, gar nichts, wirklich gar nichts. Ich sehe kein einziges Insekt hier und ich möchte es sehen. Also an meiner positiven Einstellung soll es nicht liegen. Es ist noch nicht der wärmste Tag, ja. Und der Wind
ist ab und zu da und auch kalt. Trotzdem. Im April war es auch nicht unbedingt viel wärmer immer und trotzdem waren die Insekten da. Also ich hoffe, sie schlafen noch irgendwo in Ruhe und lassen sich noch etwas Zeit. Und es wird bald wärmer und sie kommen dann wieder. Denn die Blüten sind bereit und warten auf sie. Na gut, gehen wir mal meinem eigentlichen Ziel näher, weiterhin. Wir sind schon viel näher gekommen, es ist gar nicht mehr weit. Ich denke mal, als nächstes sind wir da. Denke ich mal. Fast. Der Löwenzahn möchte noch mit. Blüht noch schön hier bei mir. Woanders, weiter unten im Tal und wo die Sonne den ganzen Tag hinkommt, da sind schon Pusteblumen. Da ist schon alles Pusteblume da unten im Tal. Also, das ist ganz toll. Man kann die Blüten essen. Man kann daraus einen Löwenzahnhonig machen, sagt man so. Es ist so eine Art dicker Sirup. Und man kann eine wunderbare, wunderschöne Löwenzahnhautsalbe herstellen. Mit Öl und Bienenwachs zum Beispiel. Man kann auch ein Öl davon ansetzen und aus diesem Löwenzahnblütenöl dann sich eine Gesichtscreme machen zum Beispiel. So, weiter geht's. Wir sind da. Und das ist trotzdem noch nicht das da. Das ist die Weide. Eine junge Weide wächst hier. Und da kann man die Rinde von den Weidenzweigen ernten. Also jetzt nicht gerade von dieser Pflanze, die soll erstmal in Ruhe groß werden. Ist klar. Aber ansonsten, das hier sind die Einjährigen, die kleinen Zarten hier an das, also die Seitentriebe, sind Einjährige. Und das ist also sozusagen mindestens zweijährig. Das dickere, ja? Und von diesen Zweijährigen oder auch drei bis vierjährigen vielleicht, zwei, dreijährigen lieber so, ja? Von diesen Ästen. Da könnt ihr die Rinde abschälen. Naja, und wenn es ältere wenn es ein älterer Baum ist und die Äste länger und größer, dann habt ihr also die Rinde geerntet, einen Ast abgeschnitten. Ist aber nicht so schlimm, weil die Weide, die überlebt so einiges und die wächst immer und immer wieder. Die möchte auch gern genutzt werden und geerntet werden. Freut sich auch darüber, wenn man lieber... Was ist das für ein Stein? Sieht aus wie ein Kristall oder ist das nur Glas? So, also, hier unten bin ich ein bisschen unentspannt. Gerade Fahrradfahrer, die gucken einen natürlich alle verdutzt an, wenn man hier so dasteht. Na gut, also, die Rinde zu nehmen statt Schmerztabletten. Aus den Rinden sich einen Tee aufsetzen, gut 10 Minuten ziehen lassen und trinken. Je nachdem, wie stark der Schmerz ist und je nachdem dosiert man halt die Menge. Kann man austesten, fängt man immer klein an. Und es betäubt dann den Schmerz. Wenn man es sehr stark nimmt, den Tee, dann kann es auch mal so ein Taubgefühl in der Zunge, also bei der Zunge und im Mund geben. Dann ist es aber wirklich ein starker Tee und ein Zeichen dafür, dass es wirkt, ja? Dass die Nerven eben wirklich betäubt werden. Also die Weidenrinde ist das Original und die Schmerztablette ist die Synthetik, der synthetisch nachgestellte Stoff. So. Warte, Fini, ich komme gleich wieder. Die Finja möchte nicht mitkommen. Die ist nämlich wasserscheu. Die geht nur ins Wasser, wenn sie Durst hat. Oder wenn es meinetwegen 40 Grad sind. Aber die haben wir ja noch lange nicht. Jetzt kommen Autos. Und das ist unser eigentlicher Grund heute, warum dieses Video entstanden ist. Ich möchte euch die Brunnenkresse zeigen. Wir haben sie hier schon mal. Wir müssen ein Stückchen vorlaufen. Hier ist auch schon wieder ein bisschen was. Und jetzt schon üppiger. Da kann man ruhig was mitnehmen, wenn sie so üppig da ist. Ich zeige es euch gleich noch in Ruhe.
Hier will ich noch bis ganz vorlatschen. Fertig, fertig. Hier ist noch so mit daneben, ist das französische Springkraut. Wenn das dann groß ist und so rosa-lila blüht, dann entwickelt es Samen und die schmecken wie Nüsse. Ganz lecker. So. Blüht halt also jetzt schon überall. Korrigiert mich bitte. Das ist die Brunnenkresse. Ich muss das kontrollieren. Die Hauptattraktion des Videos soll die Brunnenkresse sein. Und jetzt muss ich das doch nochmal überprüfen. Ich muss das nochmal überprüfen. Es sind zwei verschiedene. Weil hier, das ist die Brunnenkresse. Sieht doch eher nach Kresse aus. Ich muss das überprüfen. Weil dort vorne das hat mich vorhin schon stutzig gemacht, als ich anfing zu filmen. Die haben so solche Kapseln, ähnlich wie beim wie beim Gartenspringkraut, ja? Die Pflanzen, die ich da vorne gezeigt habe, die haben neben den Blüten gleichzeitig auch schon Kapseln, also fertige Samen fast. Und das ist so ähnlich wie bei dem Gartenspringkraut. Das ist aber nicht das Gartenspringkraut, was ich hier gezeigt habe. Auf keinen Fall. Das ist auf keinen Fall das Gartenspringkraut. Aber wegen den Kapseln. Ich war vorhin schon total irritiert. Ich dachte, hä? Vielleicht habt ihr das auch gemerkt, als ich geschwiegen habe. Ich hab gewartet. Ja? Und was ich also jetzt auf jeden Fall erhalten habe als Information ist, überprüft das nochmal. Und dann sehe ich diese Pflanze. Und denke plötzlich, na, das wollte ich doch eigentlich zeigen. Ich bin immer da vorbeigelaufen, ne? Und habe das so von oben, so von der Ferne immer so gesehen und dachte, ah, hier wächst das schön. Ich hatte es woanders am Fluss, das ist ein ganz kleiner Bach und weiter 3 Kilometer weiter am größeren Bach habe ich auch die Brunnenkresse gefunden. Und da gab es auch nur eine Art und das war eben diese Pflanze. Und ich habe sie auch schon gegessen so oft. Natürlich ist jetzt die Kostprobe das noch ausschlaggebend, aber jetzt einfach mal schon vom Aussehen her, ja. Ich dachte, wieso, seit wann hat die Kapsel? Und diese Pflanze hier hat keine Kapseln. Die sind sich ganz schön ähnlich. Also, ich koste jetzt. Eindeutig. Lecker. Kresse. Super. Das ist absolut sicher meine geliebte Brunnenkresse. Ganz klarer Fall. Alles wieder in Ordnung. Dann habe ich schon gleich angefangen zu mampfen. Schön scharf. Ganz lecker. So, die Brunnenkresse. Entschuldigung, ich esse erstmal auf.
Das Kraut da drüben probiere ich jetzt erstmal nicht. Lasse ich heute die Probe, die Essprobe weg, sondern schaue erstmal ins Büchlein, bevor ich was esse. Kostprobe würde ich dort halt höchstens so machen. Dass ich es wieder ausspucken würde im Notfall. Ja? Würde ich nicht unbedingt runterschlucken. Würde ich wirklich erstmal schmecken nur. Aber das ist 100% hier. Die Brunnenkresse. Die ist so lecker. So, und die ist absolut ganz stark entgiftend. Die ist antitoxisch. Die ist Schwermetalle ausleitend. Antitoxisch. Du liebe, liebe Brunnenkresse. Ich wünsche dir, dass du dich ganz doll vermehren kannst. Ganz üppig wirst. Genauso üppig wie dein Schwesterkraut da drüben, was mich veräppelt hat. Total veräppelt. Ja, werd üppig und groß und vielen Dank.